Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Eltas oder einfach nur Marc. Und meine Freunde, heute möchte ich mal mit euch über den neuen Patch 9.2 in Retail WoW reden. Eternity's End ist rausgekommen diese Woche und dieser Patch scheint ziemlich nice zu sein, aber ich habe ein riesiges Problem trotzdem mit diesem Patch. Darauf kommen wir allerdings erst ein bisschen später im Video zu sprechen. Zuallererst möchte ich mal ein bisschen darüber schnacken, was mir an diesem Patch gefällt und wo ich wirklich teilweise auch positiv überrascht worden bin. Denn, wie es wahrscheinlich viele von euch mitbekommen haben, dieser Patch war relativ gehypt tatsächlich, weil er einfach viel anders machen wollte. Es wurde oft auf Twitter kommuniziert, dass die Verbesserungsvorschläge, die von den Spielern kamen, auch wirklich angenommen wurden. Die Devs haben sich viel daran orientiert, was die Community wollte, das war schon ein riesiger Pluspunkt natürlich. Und das Gebiet Xerath Mortis war natürlich wirklich sehr anders als vieles, was wir bisher in WoW gesehen haben. Und da möchte ich auch mal ein bisschen reingrätschen sozusagen, denn ich persönlich bin sehr positiv von dem Patch bisher überrascht. Wirklich, ich kann wenig Negatives dazu sagen. Die Visuals sind natürlich einzigartig. Ich habe das erste Mal seit langem wirklich das Gefühl, dass ich mal wo anders bin in World of Warcraft, wenn ihr wisst, was ich meine. Es ist nicht einfach nur neues Gebiet XYZ, sondern es sieht halt wirklich schon sehr anders aus zu allem, was wir bisher so gesehen haben. Die Quests spielen sich auch ziemlich cool und ich meine, guckt euch diesen kleinen, cuten Typen an. Ich finde es richtig geil, dass sie den ins Spiel mitgebracht haben und auch diese ganzen Optionen, dass man den optisch verändern kann und so weiter und so fort. Richtig cool. Mal gucken, wie es sich noch auszahlt, den Typen die ganze Zeit zu begleiten. Ich habe schon gehört, dass man sich später wohl ein Pet kaufen kann, das genauso aussieht. Also für mich auf jeden Fall schon mal ein richtiger Win. Und die Quests im Allgemeinen spielen sich sehr angenehm, finde ich, meiner Meinung nach. Natürlich ist es da auch viel Wiederholung dabei, ne? Vor allem in World Quests, kill das, sammel das ein, XYZ. Aber die Story Quests, die bisher spielbar waren, fand ich eigentlich relativ witzig. Ich war tatsächlich sehr überrascht davon, wie viele Quests es waren, wie lang diese Story erzählt wurde. Ich war da, glaube ich, wirklich so für die ersten paar Quests insgesamt, ich glaube, 2 Stunden so unterwegs, weil ich halt noch viel anders drumherum gemacht habe, weil dieses Gebiet einfach viel zu bieten hat. Und da möchte ich jetzt mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, denn ich finde, dass es halt diese ganzen versteckten Chests und so weiter und so fort gibt und viele Geheimnisse, die man entdecken kann, das macht dieses Gebiet einfach recht ganz, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich habe damals in Warlords of Draenor schon geliebt, so die ganzen versteckten Schätze zu finden, da Jump-Events mitzumachen, um da irgendwelche Kisten auf irgendwelchen Bäumen zu looten. Hier ist es genau wieder so der Fall und das finde ich einfach richtig geil. Wenn die Devs versuchen, dass die Welt einen Teil des Gameplays wird, das findet von mir sehr viel Zuspruch. Ich finde, dadurch wirkt es einfach nicht so leer, ne? Es gibt einfach immer was zu tun und davon gibt es zurzeit auf jeden Fall richtig viel. Aber, jetzt kommen wir zum großen Aber, jetzt kommen wir mal zu dem großen Problem, was ich mit dem Patch 9.2 habe. Von dem ganzen Hype, den dieser Patch gerade hat, müssen wir jetzt einmal kurz ein bisschen Abstand nehmen. Denn an sich hat Xerath Mortis natürlich eine Menge zu bieten. Viele World Quests, viele Quests im Allgemeinen, Sachen, die man erledigen kann, viel drumherum, Rares, die ganzen Chests, die man looten kann, neue Pets, also Pet Battles und so weiter und so fort, eine Menge drumherum. Was die Leute aber allerdings zu vergessen scheinen, ist, dass das höchstwahrscheinlich mit, ich glaube, 99%iger Sicherheit der so ziemlich letzte Patch von Shadowlands sein wird. Das heißt, meine Freunde, wir werden Xerath Mortis spielen, bis die nächste Expansion rauskommt, bis 10.0 released wird und das kann wirklich noch dauern. Die meisten Expansions haben selbst nach der Ankündigung noch so eine Wartezeit von teilweise einem Jahr oder ein bisschen mehr sogar und die neue Expansion, meine Freunde, wurde bei uns nicht mal angekündigt. Das heißt im Umkehrschluss, Xerath Mortis wird unser Content sein fürs nächste Jahr oder für über ein Jahr und ich sag mal so, auf der anderen Seite hoffen wir mal, dass es nicht kürzer wird, weil das würde heißen, dass die Alpha- und Beta-Phase kürzer wird und kurze Alpha- und Beta-Phasen, das haben wir schon in Battle for Azeroth mitgemacht, das geht nur nach hinten los. Das heißt, wir sind zwangsweise dazu verpflichtet, diesen Content-Patch wahrscheinlich über ein Jahr lang zu zocken und an die gestandenen WoW-Veteranen unter euch, ihr kennt es, das hat normalerweise einen ziemlichen Subscriber-Drop in WoW zur Folge. Das haben wir in WoD gesehen, das haben wir damals in MOP sogar schon gesehen. Ich glaube, Cataclysm hatte auch 8 Monate oder so Wartezeit bis zum nächsten
bis zur nächsten Expansion. WoW wird höchstwahrscheinlich noch mehr Subscriber bluten. Und das ist auch so eine Sache, das ist mir auch schon in Xerath Mortis aufgefallen. Ich zock auf einem ziemlich high-populated Server. Ich zock auf Thrall, den deutschen Thrall. Und mir ist da schon aufgefallen, holy moly, die Welt ist ziemlich leer. Dafür, dass ich auf so einem riesigen Server eigentlich spiele, war nicht viel in der Hauptstadt los, war nicht so viel in Xerath Mortis los. Und da ist natürlich die Frage, okay, gut, wie viel daran ist das ganze Phasing schuld? Oder sind es einfach wirklich nur noch so wenige Spieler, die da draußen rumlaufen? Und wenn wir jetzt noch davon ausgehen, dass das Ganze über ein Jahr lang dauern wird, könnte das echt problematisch werden. Also, als kleines Fazit, meine Freunde. Ich finde, das ist ein echt nicer Patch. Die Devs haben eine Menge richtig gemacht und es macht auf jeden Fall Bock zu zocken. Und das hätte ich nicht erwartet, dass ich das jemals nochmal sagen würde, weil ich glaube, ich bin wohl ein ziemlich harscher Retail-Kritiker geworden. Aber 9.2 macht wirklich Bock. Allerdings, wie lange wird das noch Bock machen? Wenn wir wirklich über ein Jahr lang warten werden auf die nächste Expansion, auf den nächsten Content, könnte das echt problematisch werden, weil ein Jahr lang hat dieser Content-Patch leider nichts zu bieten. So traurig das ist. Meine Freunde, das war's aber auch soweit mit diesem Video. Haut mir bitte unten in die Kommentare, was ihr darüber denkt. Wie fandet ihr bisher Patch 9.2? Könnte es ein Problem werden, dass die Wartezeit so lange sein wird bis zur nächsten Expansion? Eure Meinung dazu mal bitte unten in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren und ihr kennt das Ganze. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich subscriben, euch dem Team anschließen und einen Daumen hoch und so weiter und so fort. Hilft dem Algorithmus. Ihr kennt das ganze YouTube-Game. Tschüss und haut da rein.